So, genug damit. Das müsste jetzt ja wohl reichen. Ja, aus. Jawohl, jetzt ist es aus. Wunderbar. Dann kommen wir jetzt mal zum Hauptpunkt des heutigen Tages. Ja, ein feierlicher Tag natürlich. Und der Hauptpunkt unseres Tages wird dann das folgende Hörspiel sein. Ein Hörspiel, sehr authentisch, nach einer wahren Geschichte. Wunderbar, wunderschön. Klasse, freue ich mich drauf, klar. Viel Spaß. Hörspiel, Familienbande, gekürzte Version. Hallo zusammen. Tatsächlich bin ich es jetzt, die hier ein Familienchat ins Leben ruft, obwohl ich eher gern ohne Technik unterwegs bin, in Bereichen, in denen es geht. Zwinker-Smiley. Aber vielleicht ist es für unser wildes Kochen vor Ort in Bad zu Ingrids Geburtstag ganz praktisch, ein bisschen zu wissen, was wer zu essen mitbringt und was zum Spielen und Musik machen. Wer möchte, kann Ideen hier ins Pad eintragen. https://pad.riseup.net/p/. Ladet gern noch Menschen ein. Sonnige Grüße. Super Idee. Doppelpunkt, Klammer zu. Finde ich auch gut. Meine Sauna-Idee ist unwahrscheinlich, da alle Saunen vermietet sind. Meine Idee war, Doppelpunkt, eventuell kleine Geschichten aus tollen Büchern vorzulesen, gemütlich auf der Wiese mit Teppich und Sitzkissen. Oh, Papi las früher so spannend vor. So. Telegram ist bei mir wieder aktiv. Die Spaßvögel hatten das über ein Update lahmgelegt. Also die Sauna kommt fürs Wochenende. Doppelpunkt, Klammer zu. Wow! Ja, darüber freue ich mich sehr. Doppelpunkt, Klammer zu, Klammer zu. Ich meine, unser Kochen sollten wir gemeinsam machen. Und falls Ingrid und Peter Lust haben mitzumachen, können sie das tun. Oder einfach nur gemütlich dabei sitzen und plaudern. Oder sich ausruhen zwischendurch. Oder die Oder hat eine ganz besondere Lust. Einwandvolle Geschichte. Oder mit einem von uns ganz allein reden, was immer ihnen gut tut. Yes! Ich rede mal für Familie Semikolon, Klammer zu. Wir hatten bisher gedacht, schon vorbereitetes Essen aus zu bringen und auch in unserem Ferienapartment zu kochen und das Essen dann in den Garten mitzubringen. Hallo zusammen. Wir werden auf jeden Fall Spargel mitbringen. Wir können auch grillen. Astrid wird Lamm oder Fisch mitbringen. Ein Geburtstagskuchen fehlt bisher. Salat steht ihm wohl genug zur Verfügung. Nur Kräuter sind wohl rar. Die Feuerschale können wir wieder aktiv werden. Mein Beamer bringe ich natürlich gerne mit. Eventuell schaffe ich sogar noch ein Geburtstagslied. P.S. Wir kommen mit dem Wohnmobil. Georg kommt wahrscheinlich nur zum Geburtstag und fährt am selben Tag nach zurück. P.S. Falls ihr tatsächlich Sushi machen wollt, habt ihr hoffentlich genug Werkzeug verfügbar. Den Reis müssen wir dann etwa 90 Minuten vorher kochen. Sonst taugt das nichts. Lutz, wird Petersilie, Dill, Zucchini, Tomaten, Gurken, U-Punkt, Halloumi-Käse zum Grillen mitbringen. Fisch bringen wir Freitagmittag mit. Ankunft wird Donnerstag gegen 19 Uhr sein. Und Heimfahrt am Sonntag gegen 18 Uhr. Zum Vorlesen bringen wir ja auch was mit. Ja, cool. Danke für die ganzen Infos und yeah, der Familienchat füllt sich mit Leben. Nach euren Reaktionen kommt mir die Sushi-Idee schwierig vor. Ich will nicht extra Stress damit machen, also streiche ich es wieder raus. Sonny! Du kannst es machen mit dem Sushi. Vielleicht einfach nicht so viel davon. Ich habe das bisher noch nicht zubereitet. Nee, habe ich jetzt abgewählt. Können wir gerne mal was anders zusammen machen. Ich hatte das tatsächlich wegen der Geselligkeit gedacht. Nur so viel zum Thema Sushi. Doppelpunkt. Hendrik hatte uns vor Jahren einen Kurs spendiert. Es muss alles frisch gemacht werden. Zudem geht ohne viel Tischfläche gar nichts. Der Reis ist dabei der kritische Teil. Hier kommt es auf die richtige Fermentierung an. Wenn der Reis nicht richtig geht, wird das nichts. Liebe Grüße. Genau. Ich bin für unkomplizierte Möglichkeiten. Das ist das Wichtigste im Sinne für unsere Ingrid. In werden wir noch nichts mit Lebensmitteln zubereiten, außer Einkauf. Das war auch nicht unser Plan. Genau. Wer hat Ideen für den Geburtstagskuchen? Ein Backblech Tortenboden backen und dann frische Erdbeeren drauf. Den Boden könnte ich backen.
Prima Idee, an Erdbeertorte hatte ich auch gedacht. Grinse, Smiley, Sonnen-Emoji. Vielleicht sehen die Erdbeeren am Freitag auf dem Markt gut aus und ihr kauft sie schon. Die Sauna ist bezahlt, 290 Euro und wird Donnerstagabend gebracht. Die Erdbeeren werden wir besorgen, wenn es diese gibt. So, das war jetzt aber auch leider die Geschichte. Ich habe aber noch dieses Pad bekommen. Es ist leider nicht die allererste Version, wo auch Sushi und so drauf stand. Aber ich habe hier so eine aktualisierte Fassung. Und das möchte ich euch jetzt gerne vorlesen. Weil dann ist dann das Spiel komplett. Pet, Doppelpunkt, willkommen. 2 Ausrufezeichen. Für unser gemeinsames Treffen über Hendricks Geburtstag können wir uns vor Freude auf Folgen besetzen. Freitag, Doppelpunkt, Linsensuppe. Zweiter Punkt. Gemüse, Salat, Patenbrot, Fuckbutter, Schubert, Butter. Nein. Samstag, Doppelpunkt. Name. Frühstück, Doppelpunkt. Montag von Bitter Sinat, Pflaumenz, Joghurt und Früchte dazu teilen. Was? Frühstück, Montag. Joghurt und Früchte dazu. Teile Minute. Sonntag. Ecke, Klammer auf, Doppelpunkt. There's no way to win a bet after those have been so careful.